Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Pro Cycling Manager 2015. Pro Cyclist Modus mit André Gotti, Giro, Bam. So. Rhythmus, frische Ermüdung, alles gut und die Fitness kommt und kommt. Naja, wir wollten eigentlich, ich hatte ein paar Etappen jetzt simuliert, ne? Flach und Hügel und ist nicht so viel Aufregendes passiert. Eigentlich wollte ich jetzt grün sein, denn jetzt kommt das Zeitfahren. Na guck, ich bin doch gut dabei. Ja, schon. 4 Minuten, 4,5 Minuten, das können wir schon mal vergessen hier. Aber hier 1,46, das wird gleich mehr werden. Also, bis gleich. Ups. So, hallihallo. So. Einzelzeitfahren. Jawohl. Wir kommen relativ spät. Aber ab Bagnolo steigt die Strecke in das Prosecco-Weinbaugebiet an. Die 3 Kilometer nach Rua di Fileto sind durchschnittlich über 4,5% steil und 2 Kilometer danach kommt die zweite Zwischenzeitmessung. Die Punkte für das blaue Trikot sind hier nur zweitrangig. Die dritte Zeitabnahme erfolgt in Col San Martino, kurz vor einem 3,5% steilen Anstieg nach Guaya. Danach steigt die Straße bis San Pietro di Barbosa weiter an, wenn auch nicht mehr so steil. Schließlich geht es dann auf den letzten 2 Kilometern bergab, bis zur Ziellinie in Valdobbiadene. Ein wahres Fest für Zeitfahrspezialisten. So schaut's aus. Wunderbar. Hat er schön gesagt. Ein wahres Fest für Zeitfahrspezialisten. Und wir sehen auch hier die schöne Giro d'Italia aufbaute Rampe. Startrampe. Sucht euch irgendwas aus. Finde ich gut. Hab mir da so ein komisches Grafikpack runtergeladen. Man muss allerdings wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, vor jeder Rundfahrt, vor jeder Etappe oder wie auch immer, muss man das wohl so einzeln aktivieren. Warum zeigt er mir jetzt hier? Warte mal, wer ist das? Minute. Warum zeigt er mir den? Ungewöhnlich. Ich will gerne. Ja. Van Poppel. Van Poppel hat kein Zeitverwert. Cavendish aber auch nicht. Ich würde mir dann doch schon gerne angucken, wie die Jungs hier fahren. Gaudry. Auch kein Zeitverwert. Knapp. Aha, so. Sütterlin ist deutsch. Wir hätten 168er Puls. Das mache ich weniger. Weil ich möchte hier bei den Aufstiegen richtig Gas geben. Wir fahren mal so einen 167er, würde ich sagen, oder? Und dann gebe ich da an der Stelle gebe ich richtig Gambo. Dann haben wir die zweite Zwischenzeit. Da können wir gucken. Abfahrt ein bisschen chillen. Flach wieder 100. Was habe ich denn jetzt gesagt? Verdammt. 167, 166. Irgendwie so. Und dann nochmal Gas geben und die Abfahrt. Okay. 166. So lautet der Plan. Ja, Gaudry ist platt und lässt sich hier von jedem überholen. Schön. La. Ja. Und sonst? Ja. Ach. Wollte ich im Fahrer sehen? Komm hier. Hab keinen. Kann euch leider keinen zeigen. Warum nicht? Was ist das hier eigentlich? Tja. La. 83 Berg. Ja, Zeit, dass wir die auch mal hier auf einer schönen Bergetappe auch mal zeigen.
Ja, dass wir hier ein guter Bergspezi sind. Kommt noch, wartet ab. Kommt alles noch. Ich habe mir ordentlich Saft für das Ende dieser Rundfahrt eingeplant. Ja, ihr werdet schon sehen. Dann werden alle gucken und sagen: Boah, der Goddi! In seinem weißen Trikot. Das Zeitfahren hier und heute, das wird ja, der Auftakt. Der Auftakt zu etwas Großem. Nein, keine Ahnung. Da ist er. Mit einer Null, jawohl. Die Standard-Null hat er wieder mitgebracht. So, warum fährt er mit 170, wenn ich hier. Wir wollen 160. 166 sogar nur. So, natürlich. Klar, im 50er-Bereich. Was mache ich denn hier? So. Kumbaya, my Lord. Mal gucken, was die Jungs so geschrieben haben. Nicht viel. Sonntags ist da wenig los. Anscheinend ist 166 sogar noch zu viel, oder? Guck mal. Eigentlich sollte er chillen. Na, ich bin gespannt. Die erste Zwischenzeit wird scheiße aussehen. Das ist aber eingeplant, eigentlich. Na, schauen wir mal. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. So, ich bin etwas frustriert momentan, dass das Wochenende so schnell rumging. Das war nichts. Konnte ich nicht wirklich auskosten. Macht mich traurig. Ja, traurig. Wer ist denn die Graupe da vorne? Der ist ja noch schlechter als ich. Bagui. Okay, der hat auch nur 61 Zeitfahren. Im Gesamtklassement knapp hinter mir wahrscheinlich. Ich habe 4,32, er hat 4,50. Wird nicht besser werden für Bagui. So, wer ist hinter mir? Jakob Pugelsang. Ja. 79, 79. Konstanz ist alles. So, jetzt kommen wir jetzt zur ersten Zwischenzeit für den kleinen Gotti. Und da sind wir 1 Minute 7 hinter Stefan Küng. Also, wie angekündigt, ist die erste Zwischenzeit für uns ein Desaster. Aber wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. Aha. Jetzt also ist der grüne Balken. Ja. Etwas angespart. Sehen wir gleich nochmal. Ah ja, ein Hauch. Ein Hauch angespart. Aber egal, wir kloppen das jetzt gleich hier in der leichten Steigung. Hauen wir das raus. Gar keine Frage.
Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Soll er sich ruhig mal quälen hier, der Gotti? Oder? Ein Kilometer noch bis zur zweiten Zwischenzeit. Ich glaube, wir können wieder runterstellen. Und in der Abfahrt chillen. So, jetzt bei der zweiten sind wir 53 Sekunden entfernt. 15. Und wir sparen uns den Balken wieder ein bisschen an. Hier geht es nochmal hoch. Und da schauen wir mal, wie es dort mit der Taktik aussieht. Van Poppel sehen wir hier noch. Und Jascha Sütterlin behält nach der zweiten Zwischenzeit wirklich den dritten. Rutscht dann aber auf den fünften ab. Na, mal gucken. Dritte Zwischenzeit wird dann wieder ein bisschen schlechter werden, fürchte ich. Der letzte Kilometer und 10 Kilometer nur noch ins Ziel. Da kommt die Zwischenwertung. 2 Minuten 12. Naja, gut. Wie auch immer. Fünf Kilometer noch ins Ziel. Ich glaube, das war's. Komisch gefahren. Haben wir nicht gut gemacht. Bin nicht zufrieden. Nur frage ich mich, wie ich hätte konstant fahren können, wenn bei relativ niedrigem Puls schon bei mir der Balken wegflog. Also 166 konstant durchgefahren hätte wohl geklappt, aber nun gut. 1:41. Wir wären 22. beim Zeitfahren. Mal gucken, wie das dann hier auf die Konkurrenz aussieht. Warum so schlecht?
Es ist richtig, richtig schlecht. Nein, im Gesamtklassement sind wir jetzt Fünfter, okay. Ich muss mir mal die Jungs vor mir. Ja, ist ja gut. Ja, ist doch gut. Ja, ja. So, ich muss mir mal die Jungs vor mir angucken. Die kann ja nicht sein, dass die alle irgendwie extrem stärker sind als ich. Ich hab's versaut, ganz einfach. 74er Zeitfahren. Ja. Ja. Wird besser. Ah ja, gut, der kann hier. Der hat einen 76er. Sogar hier unser Teammitglied ist vor uns mit einem 75er. Ja, ich hab's versaut. Schön. Das ist nicht gut. Was ist er denn für einer? Der kann ja alles. Wow. Nicht schlecht. Ja, was mich jetzt gerade mehr interessierte, war das hier. Wer ist er denn? Ah ja. Der hat fast eine Minute im Zeitfahren auf mich gut gemacht. Ich hab's anscheinend versaut. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie bin ich denn eigentlich? Kann man das sehen? Bei meinem Giro? War das die 15.? Nein, das ist nicht die 15. Was vorher oder nachher? Vorher. So, kann ich das Vorjahr sehen? Uran hat dieses Zeitfahren gewonnen? Ehrlich jetzt? Glaube ich irgendwie nicht. Weiß nicht, was das hier gerade für Werte sind, aber Uran wird nicht das Zeitfahren gewonnen haben. Ach so, das ist 2017, okay. Aber auch Quintana wird hier nicht das Zeitfahren gewonnen haben. Ich hätte schon gerne mal geguckt. Aha, warte mal. Ich wurde nur Vierter beim Nachwuchstrikot. Der Giro liegt mir nicht. Ja, ich hätte gerne hier geguckt, wie die Resultate letztes Jahr ausgesehen haben. Hätte ich mal meine Leistung mit dem letzten Jahr verglichen. Ich weiß gar nicht, wie das da war. Naja, das war jedenfalls extrem scheiße. Warte mal kurz. Ja, scheiße. Lalalalalalala, scheiße. Nun gut, dann wird es mal Zeit, jetzt irgendwann mal was hier auch mal am Berg rauszuholen. Ja, hier zum Beispiel. Oh, uiuiuiuiui. Da sind wir absoluter Top-Favorit jetzt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Tschüss.